Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Sie heute aus dem Hautzentrum Köln begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Philipp Dormsen, ich bin Facharzt für Dermatologie und werde Ihnen heute die praktische Anwendung der Indoor Daylight PDT im SkinFlex M-System zeigen. So, wir beginnen jetzt mit der Vorbereitung für die photodynamische Therapie. Ich hatte Ihnen ja schon erklärt, wir werden die Haut etwas anrauen, damit der Photosensibilisator gut eindringen kann. Ja. Im ersten Schritt wird die Haut entfettet. Wir verwenden dazu Propanol. Wir zeichnen die zu behandelnden Areale in der Regel mit einem weißen Kajalstift ein und zeigen diese Areale auch nochmal dem Patienten, damit er weiß, was genau und in welchem Umfang behandelt wird. Es ist wichtig, den Patienten vor der Therapie umfassend und adäquat aufzuklären und ihm auch den Behandlungsablauf zu erklären. Ganz, ganz wichtig auch den Wirkmechanismus der photodynamischen Therapie und wie wichtig es ist, eben nicht nur die Einzelläsion zu behandeln, sondern die Fläche, sprich die Therapie der Feldkanzerisierung. Die Curettage ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der PDT-Vorbereitung. Sie sollte adäquat durchgeführt werden und sie verbessert die Aufnahme des Photosensibilisators. Wenn es zu kleinen Punktblutungen bei der Curettage kommt, ist das überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass man blutstillende Agenzien wie zum Beispiel Eisen-3-Chlorid oder Albotyl nicht verwendet, da sie eine Interaktion mit dem Photosensibilisator haben können. Bei der Applikation des Photosensibilisators ist es wichtig, eine homogene, dünne Schicht zu applizieren. Sie sollte nicht zu dünn sein, dass der Film abreißt. Sie sollte aber auch nicht zu dick sein, weil das die Belichtung beeinträchtigen könnte. So, wir stellen jetzt die LED-Panels ein, die wir halt sehr, sehr schön flexibel und individuell auf Ihr Gesicht anpassen können, dass wir alle Stellen auch gleichmäßig ausleuchten. Wir beginnen jetzt mit der Belichtung, die nahezu schmerzfrei für den Patienten ist. Die photodynamische Therapie mit künstlichem Tageslicht ist bei uns im Praxisalltag ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in der Therapie von aktinischen Keratosen und der Feldkanzerisierung geworden. Sie verbindet zwei ganz positive Attribute. Zum einen die schmerzfreie bzw. schmerzarme Therapie, wie wir es auch von der Tageslicht-PDT mit natürlichem Tageslicht gewohnt sind. Zum anderen aber die Standardisierbarkeit, Reproduzierbarkeit innerhalb der Praxis, wie wir es von der konventionellen PDT gewohnt sind. Das heißt, sie ist das ganze Jahr über durchführbar und wir sind nicht abhängig von Tageszeiten und Witterungsbedingungen. So, ich wollte mich nur noch mal nach Ihnen erkundigen, ob soweit alles in Ordnung ist. Ja, nein, ich finde es alles okay. Ja? Schmerzen oder? Keine Schmerzen, super, klasse. Wie gesagt, wir sind erreichbar, wenn was ist, jederzeit bitte melden. Okay, ja? Im Anschluss an die erfolgte Belichtung wird der restliche Photosensibilisator von der Haut entfernt. So, Sie haben es geschafft. Gibt es noch irgendwelche Fragen Ihrerseits? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte auch keine Schmerzen, das war alles okay. Super, klasse. Was mir noch wichtig ist, dass man jetzt schaut, dass man in den nächsten Tagen sich nicht unnötig der Sonne gegenüber aussetzt, dass man da ein bisschen aufpasst und Sie bekommen von uns auch noch Sonnenschutzpräparate mit und wir haben ja sowieso den Termin zur Verlaufskontrolle. Wenn sonst irgendwas vorher ist, bitte jederzeit melden, wir sind 24/7 für Sie da. Ja? Okay. Alles klar. Also Bescheid, ne? Dann alles Gute. Dankeschön. Ne?